Ja, schön, dass ihr noch so zahlreich hier erschienen seid um 5:30. Ist ja schon relativ spät, letzte Session heute. Ich möchte euch heute mal was zum Einstieg in CSS Grid erzählen. CSS Grid ist ja eine relativ neue Technologie in CSS und man kann damit ein paar coole Sachen machen und ich wollte euch mal zeigen, ja, wie das funktioniert, mit welchen Mitteln man das machen kann und am Ende noch ein paar Beispiele zeigen. Wenn ihr Fragen habt, gerne zwischenrein. Einfach Hand heben, ich rufe euch dann auf. Und ja, kurz zu mir. Ich bin die Jessica, ich bin selbstständige Theme-Entwicklerin und komme aus Münster. Und wenn ihr mehr wissen wollt, auf meinem Blog, wenn der Beamer wiederkommt. Kurz mal am Kabel wackeln. Ich bin schuld. Ich habe das So. Internet gelöscht. So, wir sind wieder da. Genau. Ja. Beginnen wir mal mit der Evolution von Layout in CSS. Es ist so, dass es ganz am Anfang, so von Beginn an des Internets, vielleicht bis so Mitte der 90er, überwiegend kein Layout, kein richtiges Layout gab. Also man hat einfach alles untereinander hinweggeknallt. Überwiegend war es Text, vielleicht war schon mal ein Bild dabei, dann aber auch ein ganz klein. Und so hat man dann erstmal einfach die Informationen hingeschmissen. Irgendwann wurden die Informationen natürlich so ein bisschen unübersichtlich, weil je mehr Informationen da waren, da hat man so eine Textwüste vor sich gehabt, das ist vielleicht auch nicht so super. Auf jeden Fall hat man dann HTML-Tabellen gefunden und sich gedacht, boah, man kann damit eigentlich ganz schöne Sachen machen. Man kann dann so nebeneinander Content setzen und es ist nicht mehr alles untereinander. Und ich muss auch noch einen weiterdrücken. Und bei den Tabellen war es zum Beispiel so, also bekanntes Beispiel ist die Webseite von Microsoft von ungefähr 1998. Könnt ihr mal im Webarchiv nachgucken. Das sind sogar zwei Tabellen, aus denen das Layout konstruiert wurde an der Stelle. Weiter ging es dann mit Floats, weil man sich gedacht hat, naja, Tabellen, man missbraucht ja eigentlich ein HTML-Tag, was gar nicht dafür gedacht ist, Layouts anzuzeigen. Und man kam dann halt zu den Floats, womit man auch die Möglichkeit hatte, eine undefinierte Anzahl an Elementen relativ schön nebeneinander oder auch teilweise dann umbrechend untereinander anzuzeigen. Da war es dann aber so, naja, Clearfixes muss man immer noch machen, sonst überlagern sich Sachen. War noch nicht so das Wahre. Aber es gab halt nichts anderes. So, im Prinzip so wurden dann daraus Frameworks, weil man es leid war, immer wieder das Gleiche sich also wiederholt, immer wieder das Gleiche zu programmieren. Und mit diesen Frameworks kam erstmals so eine Art Grid zustande, indem man einfach vordefiniert hat, diese Diffs hier sind, oder dieses Diff hier ist eine Zeile, darin mache ich meine Spalten und gut ist. Daraufhin kam dann Flexbox, weil man sich gedacht hat, naja, also irgendwie ist das auch nur so eine halbgare Lösung. Und mit Flexbox hatte man erstmal die Möglichkeit, das Ganze zu gestalten, allerdings nur in einer Dimension, also horizontal oder vertikal, aber nicht eben gleichzeitig. Und daraus entstand dann CSS Grid, weil es jetzt mit CSS Grid erstmals möglich ist, die Layouts in zwei Dimensionen gleichzeitig zu gestalten. Kommt denn mein Beamer gleich wieder? Bisschen mal am Kabel wackeln. Genau. Seit wann gibt es CSS Grid? Und zwar gibt es das seit März 2017 ungefähr. Da kam es erstmals im Firefox raus. 2 Tage später wurde in der neuesten Version von Chrome das veröffentlicht. Safari am 27. März und Microsoft Edge dann am 17. Oktober 2017. Also innerhalb eines Jahres haben alle großen Browser mit einem Mal eine neue CSS-Eigenschaften hinzugefügt, was es bis dato einfach nicht gegeben hat. Weil das wurde immer neue Sachen wurden immer nacheinander und nicht wirklich in Absprache unter allen Browserherstellern umgesetzt. Man muss aber dazu sagen, der Internet Explorer ab Version 10 unterstützt bereits CSS Grid. Allerdings in einer alten Spezifikation, weil Microsoft auch sag ich mal, der Ursprung ist, wo CSS Grid zuerst entwickelt wurde.
Und man hat dann aber erstmal die alte Spezifikation gelassen und hat es dann aber mit dem, im Edge dann einmal komplett auf das, worauf man sich beim W3C geeinigt hat, umgesetzt. Genau. Und wie gesagt, Layout in zwei Dimensionen ist einfach das Wichtigste, was man mit CSS Grid machen kann. Also so ein Beispiel, wie ihr da eben rechts seht, versucht das mal mit Floats nachzustellen. Ich glaube, ihr werdet kläglich scheitern. Genau. Fangen wir mal an mit den Basics. Wie wird das Ganze im HTML definiert? Im Prinzip ist es relativ einfach. Man braucht ein Container-Element. Und das ist das Elternelement. Und alle direkten Kind-Elemente in diesem Container-Element sind dann sogenannte Grid-Items. Ich habe mal hier ein kleines Beispiel gemacht. Und zwar haben wir hier eine Section. Irgendwie ist das heute nichts. Was meinst du mit anderen Bildmodi? Ja. Muss ich es irgendwie halten? Na, probieren wir mal, ob es jetzt weitergeht. Jetzt. Okay, im Prinzip ist es das Beispiel jetzt. Wir haben hier eine Section, die die Klasse Grid hat und darunter haben wir verschiedene Elemente, also eine Überschrift, ein Bild, ein Paragraph, ein Span, ein Link. Und im Prinzip ist das unser Grid-Container und alles drunter sind die Grid-Items. Im Prinzip, was ich im CSS sagen muss, ist Display Grid. Somit sage ich dem Ding, du bist ein Grid und alle darunter liegenden Elemente sind die Kind-Elemente, die sich dann in einzelne Spalten und Zeilen oder in eine Zelle, um genau zu sein, einfügen lassen. Fangen wir mal an, wie das mit dem Spalten funktioniert. Und zwar gibt es da die Eigenschaft Grid Template Columns. Damit kann man die Breite aller Spalten definieren, die man in seinem Grid haben möchte. Und im Beispiel sieht das so aus, dass man sagt Display Grid und dann kommt Grid Template Columns und hier in dem Beispiel ist es 90 Pixel, 50 Pixel, 120 Pixel. Das heißt, die erste Spalte ist 90 Pixel breit, die zweite 50 Pixel und die dritte 120 Pixel. Und genau, das gleiche gibt es dann so ungefähr auch für die Zeilen, nämlich mit Grid Template Rows kann man dann auch die Größe der Zeilen definieren. Das sieht dann eben so aus, dass ich sagen kann, 50 Pixel, 100 Pixel. Der erste ist 50 Pixel groß, der zweite 100 Pixel. Und jetzt denkt ihr euch, naja, 3 und 4, die sind ja gar nicht angegeben hier. Und da ist es so, beim CSS Grid hat die schöne Eigenschaft, wenn es mehr Elemente gibt, als man Spalten und Zeilen definiert hat, wird das Grid einfach erweitert. Und diese Spalten und Zeilen nehmen dann, also insbesondere die Zeilen, nehmen dann einfach die Höhe ein, die ihr Inhalt hat. Man kann die auch explizit noch angeben mit Grid Auto Rows und Grid Auto Columns, also es geht auch für beide Richtungen, dass man diese quasi auch noch, die man eigentlich nicht explizit angibt, dass man die auch nochmal definieren kann, wie groß die sein sollen. Einfach nur, um sich gestalterisch sicher zu sein, dass das nicht irgendwie zu groß wird oder zu klein wird, sondern dass es auch gut aussieht. Ja, eine Frage? Minimum angeben, jetzt an Spalten, weil du jetzt sagtest, beim dritten dann nimmt dann automatisch die Höhe des Inhalts
gar nichts angebe, nimmt das schon beim ersten Element die Höhe des Inhalts? Also die Frage war, ob die, ob man alles, ob man von Anfang an alles vordefinieren muss. Bei den Spalten meine ich, ist es so, wenn man keine expliziten Spalten angibt, müsste es alles in eine Spalte sein. Da bin ich mir aber gerade echt nicht sicher. Das müsste ich mal selber ausprobieren. Und ja, bei den Zeilen ist es so, eigentlich, also ich kenne das so, dass alles, was zusätzlich kommt, immer in neue Zeilen generiert wird und nicht in neue Spalten. Ich meine, das kann man umstellen. Ja. Beantwortet das deine Frage? Okay, noch eine Frage? Die Kind-Elemente. Die Kind-Elemente. Das würde jetzt, genau, das würde, genau. Genau, richtig. Genau. Genau. Also es wird jetzt einfach alles untereinander an der Stelle angezeigt werden. Würden wir jetzt zwei Spalten definieren, würde es so sein, dass die H2 in der ersten Spalte ist und das Bild in der zweiten Spalte. Und dann würden die anderen Kind-Elemente, die nachfolgen, dann wieder in der ersten Spalte angezeigt werden, weil du ja nur explizit zwei, genau, angegeben hast. Genau. Gut. Eine schöne neue Sache, die es vorher so nicht gab, sind Abstände. Man braucht sich nicht mehr mit Margin oder Padding rumzuschlagen beim Grid, sondern man hat die Möglichkeit, mit Grid Gap explizit anzugeben, hallo, ich möchte, dass der Abstand zwischen meinen Spalten und meinen Zeilen eine bestimmte Größe hat. Und mit Grid Column Gap und Grid Row Gap kann man diese auch einzeln einsprechen. Also man kann den Abstand zwischen Spalten und den Abstand zwischen Zeilen getrennt angeben. Man kann aber auch alles zusammen angeben mit Grid Gap. Wichtig ist, dass die Abstände nicht am äußeren Rand gemacht werden, sondern mittendrin. Also nur zwischen den Spalten und Zeilen. Und am außen sind die Elemente komplett an dem Elternelement außen dran. Hier in dem Beispiel ist es so, dass zwischen den Zeilen 20 Pixel Größe oder 20 Pixel definiert sind und zwischen den Spalten eben 5 Rem. Genau, und man kann im Prinzip auch beide Sachen angeben, also die zwei Sachen hier untereinander kann man auch mit Grid Gap zusammen angeben, wobei der erste Wert immer für die Row steht, also für die Zeile, und der zweite immer für die Spalte. Darüber hinaus gibt es dann noch eine neue Einheit, und zwar die Fraction-Einheit, kurz FR. Die Fraction-Einheit bietet dann natürlich auch eine ganz neue Art, wie man Layouts gestaltet, weil sie im Prinzip den verbleibenden Platz einnimmt oder den verbleibenden Platz definiert, der dann übrig bleibt. Also angenommen, wir haben ein Grid mit verschiedenen Spalten, die auch mit unterschiedlichen Angaben gesetzt sind, wie Pixel, wie Rem oder wie EM oder Viewport Width oder Viewport Height, wäre beides möglich. Und da ist es so, man nimmt die gesamte Breite des Elternelements, alles fest definierte wie Pixel, Rem, EM und so weiter, wird abgezogen. Die Abstände werden abgezogen, also was ich mit Grid Gap definiere, und alles andere, was übrig bleibt, dieser undefinierte Rest, das ist eine Fraction. Und die kann ich wiederum unterteilen. Ich kann sagen, ich brauche das nur als eine Fraction, als einen Bereich. Ich kann dann aber auch sagen, wie jetzt hier in dem Beispiel, dass ich das dritteln möchte. Also ich möchte einmal ein Drittel und einmal zwei Drittel haben. Somit sage ich, wie hier in dem Beispiel, die erste Spalte ist bitte 10 Pixel, die zweite ist 100 Pixel, und dann teile mir den Rest auf und drittel das. Ich möchte einmal ein Drittel und einmal zwei Drittel haben. Das kriegt man so mit Fractions hin. Wichtig bei der Gestaltung von Template Columns und Template Rows ist, wenn ihr mit Prozenten arbeitet, das könnt ihr tun. Allerdings, wenn ihr versucht, das Ganze auf 100% zu bringen, also ihr macht eine Spalte 80%, eine Spalte 20%, dann kann Grid damit nicht richtig umgehen.
sondern dann wird das 80 plus 20 und alles, was noch an Grid Gap dazwischen ist oder vielleicht auch mit anderen Spalten noch, die ja noch mit Pixel zum Beispiel definiert sind, das kann nicht davon abgezogen werden. Das funktioniert mit Prozent nicht. Deswegen ist es besser, Fraction zu nehmen, weil man dann wirklich ganz sauber den verbleibenden Platz eben aufteilen kann. Genau. Es ist, ja? Klar, du kannst alles mischen. Du kannst rein mit Fractions arbeiten, du kannst mit fixen Pixelangaben arbeiten, mit REMs, EMs. Das kannst du mischen, wie du willst. Damit kann der Browser komplett umgehen oder die neueren Browser natürlich, die Grid unterstützen, komplett umgehen. Eine interessante Sache vielleicht noch, wenn ihr hier einmal Grid Template Columns oder Grid Template Rows definiert, könnt ihr tatsächlich auch im Nachhinein noch bei Kind-Elementen, also angenommen, ich würde jetzt hier sagen, ich ändere die erste Spalte nachträglich noch auf statt 10 Pixel auf 50 Pixel, wenn ich zum Beispiel eine spezielle Seite habe, wo das ein bisschen breiter sein soll, dann kann das auch nachträglich definiert werden und wird auch im kompletten Grid berücksichtigt. Also ihr könnt das natürlich einmal hier beim Elternelement definieren, aber wenn ich jetzt sagen würde, das hat die Klasse Column 1, dann kann ich der Klasse Column 1 sagen, du bist 50 Pixel breit und dann wird das auch mit in dem Grid berücksichtigt. Jetzt denkt ihr euch natürlich, vielleicht wäre es ja so, ob man wie früher mit Bootstrap oder so, dann gebe ich mir jetzt 8 Spalten, die sollen alle gleich groß sein. Da muss ich ja schreiben, eine fair, 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 eine fair. Ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Deswegen gibt es die Repeat-Funktion und da kann man dann ganz einfach sagen, gib mir 8-mal diese Größe oder gib mir 6-mal diese Größe. Und somit spart man sich halt einmal Schreibarbeit und das wird auch alles übersichtlicher ein Stückchen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich habe einmal 4 Zeilen, mit die jeweils 100 Pixel groß sein sollen und einmal 3 Spalten, die jeweils 1 FR groß sind, also quasi ein Drittel von dem. Sonst müsste ich ja schreiben 100 Pixel, 100 Pixel, 100 Pixel, 100 Pixel und dann 1 FR, 1 FR, 1 FR. Wird ein bisschen unübersichtlich, gerade je mehr Spalten und Zeilen ihr habt. Und falls ihr dann doch eine sich wiederholende Angabe habt, könnt ihr die so ganz einfach zusammenfassen. Was auch noch möglich ist, ist die Min-Max-Funktion. Das heißt, man kann angeben, ich möchte, dass meine Zelle in dem Fall mindestens so breit ist oder so hoch ist und maximal so breit oder so hoch ist. Das sieht dann im Beispiel so aus. Hier hat man einmal 2 Zeilen und ich sage, nee, man hat eine Zeile. Ach Gottchen, ist schon spät. Genau, ich habe einmal 100 Pixel und dann sage ich Auto. Mit Auto kann ich sagen, ja, sei so groß, wie du einfach, wie dein Inhalt ist. Ist auch nochmal eine explizite Angabe. Und hier unten bei den Spalten haben wir das Gleiche. Und ich sage hier, sei so groß, wie du sein möchtest vom Inhalt her. Du darfst aber nur 50% groß sein. Ergo ist jetzt diese Zelle hier unten, die ist maximal 50% breit, nimmt aber genau die Höhe ein, die ihr Content braucht, weil wir hier oben Auto angegeben haben. Was meinst du mit tendieren? Ja gut, das ist ja davon abhängig, das ist ja, also die vordere Angabe ist die Minimumangabe und die hintere Angabe ist die Maximumangabe. Ne? Und dann bewegt dich dazwischen irgendwo. Du musst hier mindestens 100 Pixel groß sein, darfst aber so groß sein, wie dein Inhalt eben es erlaubt oder vorgibt. Und hier kannst du so groß sein, wie du willst, du darfst aber nicht größer sein als 50%. Das ist Min-Max im Prinzip.
Genau. Ja? Richtig. Genau. Okay. Ja. Nee, das ist dann die Höhe, die der Content vorgibt. Also so groß wie dein Content ist, ist dann auch die Höhe der Zelle. Oder des Grids, wenn du nur eine Zeile hast. Bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht doch nicht stimmt. Müsste ich selber nachgucken. Warte mal kurz. Nochmal? Ja, das sollte gehen. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Müsste ich selber mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Okay, deine Frage? Ich habe eine Frage, also jetzt mal auf dieses Beispiel bezogen. Auf die Spalten. Also die erste Spalte ist automatisch. Nee, für die erste Spalte geht, du bist mindestens 100 Pixel groß, also mindestens 100 Pixel hoch und so hoch wie, aber maximal so hoch wie dein Content ist. Nee, ich spreche von Grid Template Columns. Entschuldigung, dann habe ich das durcheinander gebracht, tut mir leid. Also dann die erste Spalte ist automatisch, also flexibel. Genau. Nee. Also, diese Spalte hier, die erste, ja, ist Min-Max Auto 50%. Was heißt, du bist mindestens so groß, wie dein Content ist, ja, aber maximal 50% der Gesamtbreite. Genau. Die zweite Spalte ist hier 1FR, das ist der Bereich. Ja. Und die dritte Spalte ist 3M, das ist der kleine, ja, Bereich hier. Gut. Pixelwerte, die weniger sind als die anderen 50%? Ja. Müsste ich ausprobieren, kann ich dir ehrlich gesagt so gerade nicht beantworten. Füllen denn die Columns immer die Gesamtbreite aus oder können die auch kürzer sein? Die können auch kürzer sein, meine ich. Ja. Genau, die können auch kürzer sein. Weil hier wird das ja gestreckt durch das 1FR. Ne? Also nimm alle die restliche Breite komplett ein und die letzte Spalte wird halt dann ganz nach außen geschoben. Genau. Genau, gehen wir mal weiter zu Autofill und Autofit. Das sind zwei, ja, wie soll ich es beschreiben, Schlüsselwörter, steht da drauf. Und damit kann ich sagen, wo wir jetzt auch wieder bei dem Thema sind, wird das gestreckt auf die ganze Breite oder wird nur so viel Platz eingenommen, wie eigentlich von den Spalten vorgegeben ist. Nutzt man bei den Repeat-Funktionen. Und da ist es jetzt bei dem Beispiel so, hier sage ich Grid Template Columns Repeat Autofill sei mindestens 200 Pixel breit, aber maximal 1FR. Mit dem Autofill sage ich im Prinzip, ihr seid also mindestens 200 Pixel groß, aber 1FR.
Und mit Autofill sind die Spalten, die jetzt nicht ausgefüllt sind, weil ich jetzt nur drei angebe an der Stelle oder drei Elemente habe, die dann in diesem Grid drin sind, dass die zwar ein FR haben, aber auch größer als 200 Pixel sind, aber eben nicht die komplette Breite ausfüllen hier. Also das hier, da wäre dann Element 4, Element 5, Element 6. Als Gegensatz dazu gibt es Autofit, womit man dann sagen kann, ja super, du bist mindestens 200 Pixel groß, breit, aber darfst auch ein FR einnehmen. Und hier sage ich dann mit Autofit, dass das, was übrig bleibt, also das, was hier übrig bleibt, hier hinten dieser Teil, den Platz dürft ihr auch einnehmen. Also ich kann zum einen sagen, erstreckt euch über alles, wie in dem Beispiel. Ich kann aber auch sagen, naja, ihr könnt zwar so viel Platz einnehmen, wie ihr wollt, aber trotzdem sind für alle Spalten, ist für alle weiteren Spalten Platz vorhanden, falls noch mehr Elemente dazukommen. Komplette Ausrichtung. Wobei ich da, doch, das müsste gehen mit den Ausrichtungen. Also du hast, komme ich gleich noch zu, schneide ich ganz kurz an, du hast halt im Grid auch komplett Möglichkeiten, alle Elemente und allen Inhalt verschiedene auszurichten. Genau. Das war das Beispiel. Was ihr jetzt hier schon seht, ist diese lustigen Plöppel hier. Das ist die Liniennummerierung. Das ist geklaut aus den Firefox DevTools. Und das sagt im Prinzip aus, oder sie sind eine Hilfe dabei, wie Elemente positioniert werden. Manja? Die hier? Die da? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht sollte ich meine Folien nochmal überarbeiten. Ja, ich überlege gerade, wo ich das Beispiel her habe. Ich glaube, ich weiß, wo ich es her habe. Wir können da vielleicht gleich nochmal drauf gucken, wenn da die Zeit bleibt. Genau, Liniennummerierung, genau. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, weil das irgendwie nicht so ganz der Zählweise entspricht, die man so eigentlich kennt. Aber in den Firefox Dev Tools besteht da noch eine Frage? Ja? Ja, ich weiß. Besteht da noch eine Frage? Okay. Firefox DevTools. Diese Ansicht bekommt man, wenn man die Firefox DevTools aufmacht und sich ein Grid ansieht. Und dann kann man ja auf der einen Seite sieht man ja die CSS-Angaben. Dann gibt es so ein kleines Hashtag im Prinzip vor dem Wort Grid, wenn Display Grid steht. Wenn man da draufklickt, kann man sich die Liniennummerierung dazu anzeigen lassen. Und die Liniennummerierung funktioniert so, dass es beginnt außen an der ersten Spalte und Zeile. Also das ist hier für die Zeilennummerierung und das hier für die Spaltennummerierung, das hier für die Zeilennummerierung. Und es geht so, dass man hier mit 1 anfängt, hier geht es mit 2 weiter, 3, 4. Das heißt, man hat immer einen Zähler mehr, als es Elemente gibt. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Ich habe mich da auch schwer getan. Gleiches gilt dann natürlich für die Zeilen. Und hier unten seht ihr, dass das Ganze genauso rückwärts geht. Also ich kann auch sagen, minus 1. Wenn ich kann ja jedes Element auch wirklich komplett fest definieren, in welcher Spalte und in welcher Zelle es vorkommt oder ob es sich über mehrere Zellen erstreckt. Das geht ja zum Beispiel auch. Genau, jetzt ist es natürlich so, was ist denn mit älteren Browsern?
Die einfachste Variante ist, um ältere Browser zu unterstützen, dass man einen Fallback macht, entweder mit Flexbox oder mit Float, so wie man das bisher kennt. Wenn es wirklich darum geht, ich muss jetzt noch Internet Explorer 8 oder so oder noch einen ganz alten Browser unterstützen, der damit nicht umgehen kann. In CSS ist ja Cascading Style Sheets, das heißt, wenn man ganz oben was definiert und dann definiert man das unten weiter unten in der CSS-Datei nochmal oder definiert es anders, ändert zum Beispiel die Farbe, dann wird das überschrieben. Sondern man, also es wird immer das letzte Element oder die letzte Eigenschaft verwendet, die in dem CSS steht. Und das kann man sich zunutze machen, wenn man sagt, okay, das mache ich jetzt erstmal mit Float, so wie ich es bisher gemacht habe, damit es auch für ältere Browser sichtbar ist. Und dann kann ich mit dem Feature Query Add Support sagen, hey Browser, kannst du eigentlich CSS Grid? Und dann überschreibe ich alles, was ich vorhin geschrieben habe, mit meiner neuen Grid-Spezifikation. Und kann dann sagen, Browser, wenn du Grid kannst, nutze Grid. Und alle Browser, die kein Grid können, denen sage ich dann, ja, dann nutze halt Float oder Flexbox, je nachdem, was da die passendere Methode ist. Und man muss nicht... Also ich finde, es muss nicht immer explizit pixelgenau 1:1 in jedem Browser aussehen, weil wenn man das versucht, wird man irgendwann wahnsinnig. Ist einfach so. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, wenn ich sage, ja, dann sieht das vielleicht anders aus oder man passt das nicht oder passt das einfach nicht, wie das im EE 8 aussieht und im Edge 17, 18, ich weiß gerade nicht, was die aktuelle Version ist. Ja, aber dann ist das so. Man muss es nicht allen gerecht machen, aber man muss dafür sorgen, dass die Inhalte einfach lesbar bleiben. Ich habe das jetzt alles wirklich im Grid nur angerissen. Es gibt dann noch ein paar mehr Sachen, mit denen man lustige Sachen machen kann. Und zwar die Spannweite einer Zelle zum Beispiel. Man kann sagen, hallo, du erstes Element, du erstreckst dich über die komplette Spaltenbreite oder nur bis zur Hälfte oder von hier nach da. Kennt ihr vermutlich, wenn ihr schon mal mit HTML-Tabellen gearbeitet habt, da gibt es auch Callspan, Rowspan, im Prinzip genau das Gleiche, dass man sagt, du bist einfach größer. L-Formen sind aber noch nicht möglich. Noch nicht, vielleicht kommt es noch in der nächsten Spezifikation, wer weiß. Aber bisher immer nur als kompletter Block. Dann gibt es Grid Areas. Und dann kann man sagen, dass mehrere Zellen zu einer Area definiert werden können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein ganzes Layout damit CSS Grid bastel, dann kann ich sagen, hallo, die erste Zeile mit den 4, 5, 6, 7, 8 Spalten, das ist meine Header Area. Definiere das als Area und dann kann ich ein Element dort reinsetzen und das dann auch ganz einfach mit Media Queries im CSS mein komplettes Layout umgestalten. Das wäre jetzt aber zu tief, um da jetzt noch einzusteigen. Eine andere Sache ist Überlappung. Da ist es so, dass man auch Dinge komplett überlappen kann. Ne? Also das war vorher, wer das vorher mal probiert hat, der weiß, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und so gibt es da eine sehr einfache Lösung, auch in dem Grid Zellen zu überlappen, beziehungsweise Inhalte zu überlappen. Und Ausrichtung, ich will jetzt nicht explizit darauf eingehen, weil das wirklich sehr, sehr, sehr viel ist, aber ich kann gleich mal eine Beispielseite zeigen, wo viele Beispiele mit drauf sind. Man kann alles im Prinzip ausrichten, so wie man es braucht. Ja, horizontal wie vertikal. Genau. In meinem Blog habe ich noch eine Linkliste zusammengetragen. Die hatte ich in älteren... Jetzt? Also die Folien sind bei mir auch komplett online, ne? Aber so... unter diesem Link findet ihr das auf meinem Blog. Bitte? Auf YouTube weiß ich gar nicht. Hm? WordPress.tv, wenn. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht auf YouTube. genau. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Da hinten war noch eine Frage. Okay, also die Frage ist, ob ich das schon mal benutzt habe. Ich habe es schon mal benutzt. Überwiegend dafür,
für einzelne Content-Bereiche erstmal. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen rumgespielt, wie kann man das komplett mit Layouts gestalten. Also es geht auch. Ich habe es zum Beispiel auf meinem Blog, ich sage jetzt nicht wo, aber ich habe es auf meinem Blog schon mal als CSS-Grid versteckt. Wenn es euch interessiert, würde ich gleich mal gucken, ob ich... Ich habe nämlich noch ein paar Links vorbereitet. Man den hier einmal rüber geschoben kriegt. So. Das ist eine Seite, die... Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Die mit CSS Grid gemacht ist. Und jetzt zeige ich mal, euch mal, was im Extremfall damit möglich ist. So auf Distanz ist das nicht so. So, nochmal den mal hier klein. Und ich ziehe das jetzt einfach mal groß. Ich ändere nur die Größe, mehr mache ich nicht. Es ist kein Neuladen der Seite. Im Prinzip ist sowas auch komplett möglich, weil du halt, oder weil ihr halt einfach verschiedenste Sachen machen könnt, verschiedenste Darstellungsmöglichkeiten haben könnt. Und das ist einfach nur ein bisschen CSS und ein paar Media Queries dazu. Weil man es kann. Warum muss man das machen? Weil man es kann. Genau, das ist auch noch ein Beispiel aus meiner Linkliste. Ich muss mal gucken. Ist im Übrigen alles CSS. Also ich kann den Text markieren, das ist kein Bild. Das ist einfach CSS mit als Grid einmal umgesetzt. Jetzt muss ich mal gucken. Workshop Examples, war das die Link, der Link? Ja, auf jeden Fall gibt es hier noch einiges mehr. Und hier gibt es dann auch mal so eine Seite, habe ich mal gefunden, wo es verschiedene, ja, gridexamples.com, wo Grids verwendet werden. Eine andere populäre Seite ist Slack. Da habe ich zum Beispiel auch schon gefunden, dass die ein CSS-Grid eingesetzt haben. Das ist das hier. Wenn ich jetzt auf Feature-Item, oh Gott, Grid-Container, das müsste der sein, oder? Da. So, jetzt habe ich hier unten, hier seht ihr Display Grid, wenn man es lesen kann. Und hier vorne ist so ein Icon drin und damit kann ich eben diese Liniennummerierung ein- und ausschalten. Dann seht ihr jetzt, okay, hier ist das Grid, das sind die einzelnen Elemente und hier habe ich jetzt so ein Grid Gap dazwischen. So, das kann man damit erkennen. Man kann das auch noch einstellen, aber ich sehe das hier gerade nicht. Kann ich dann aber noch im Einzelfall zeigen. Noch eine Frage? Okay, die Frage ist, ob man CSS Grid, sag ich mal, in einem Framework verwursten kann, um das jetzt mal abzukürzen, und mal, wie meine Einschätzung dazu ist. Also ich persönlich glaube nicht, dass man jetzt wirklich noch Frameworks braucht. Also wenn man sich wirklich, sagen wir es mal so, man braucht vielleicht noch Frameworks, um jetzt, sag ich mal, sich wiederkehrende Elemente zu definieren. Also Buttons oder solche einzelnen kleineren Elemente. Aber dass man jetzt, sag ich mal, ein Framework braucht, wo ich mit CSS Grid irgendwie was definiere, meiner Meinung nach nicht. Man braucht da eigentlich keine Frameworks für. Was jetzt natürlich passieren wird, man kann das schon natürlich komplett einsetzen. Bin ich da noch? Und aber ich glaube halt nicht, dass man jetzt explizit noch sagen muss, ja, wir müssen da jetzt nochmal ein Framework für basteln. Also man kann beide Sachen nebeneinander nutzen. Also du kannst natürlich dein Bootstrap weiter nutzen, wenn du zum Beispiel Bootstrap irgendwo einsetzt. Du kannst aber auch einfach mit Progressive Enhancement sagen, okay, ich verbessere jetzt diesen einen Teil und mache daraus ein Grid und der Rest bleibt komplett gleich, so wie es vorher war. Genau, dass du das halt rausnimmst. Nee, nicht überschreiben, dass du einfach das Bootstrap an der Stelle rausnimmst und das rein mit CSS machst. Ja, Detlef? Mhm.
Also die Frage ist, ob ich mir vorstellen kann, ob es mal so einen Gutenberg-Block geben wird, womit man ein CSS-Grid komplett so ein mit allen Einstellungen zusammenbasteln kann. Also es gibt so einen Generator schon, der ist aber halt nicht in Gutenberg drin, sondern das ist so eine externe Seite. Na, da kannst du auch schon eigentlich, ich will so und so viele Spalten, so viele Zeilen, die sollen so und so groß sein, das gibt es schon. Ich sag mal so, ob man das nachher jetzt. Also jetzt nicht, noch nicht. Wird sich zeigen, sag ich mal, wie Gutenberg selbst sich entwickeln wird, ob man dann wirklich komplette Layouts gestalten können wird und ob das dann überhaupt so gewollt und gewünscht ist, dass man Themes quasi im Prinzip nur noch eine Index-PHP und eine Style-CSS hat und den Rest dann selber macht. Meiner Meinung nach brauchst du dafür aber auch gewisse Kenntnisse einfach in der Webseitengestaltung und vielleicht auch in der Technik her. Und da weiß ich nicht, ob das für eine breite Masse so praktikabel ist an der Stelle. Ja, Bernhard? Okay, die Frage ist, ob man lieber CSS Grid nehmen sollte oder Flexbox, ob man das ausschließen sollte oder zusammen nutzen sollte. Also ich persönlich bin großer Freund davon, das zusammen zu nutzen. Ne? Und es gibt Unterschiede, aber es sind natürlich auch relativ einfache Sachen, die man mit beiden erledigen kann. Ne? Also da muss man halt wirklich immer gucken, ja, was macht dann mehr Sinn an der Stelle? Ne? Es gibt ja zum Beispiel dieses Beispiel, du hast einen Footer, der soll immer unten sein, egal wie lange ja. Die Seite ist, auch wenn sie ganz kurz ist. Ja. Das macht man halt mittlerweile sehr mit Flexbox, das funktioniert genau. Gar nicht. Ja. Sowas geht wahrscheinlich mit Grid auch. Ist halt die Frage, ob man es dann auch mit Grid macht oder ob man sagt, Grid ist dann halt das, was im Inhalt ist, also nach ja. Header und Footer. Oder man sagt, das kann man auch mit Grid machen. Und dann braucht man gar kein Flexbox mehr für so einen Anwendungsfall. Genau, ich wiederhole das nochmal kurz. Anmerkung war, ob man, wenn man jetzt ein Beispiel hat, wo man einen Footer hat, der unten immer fest ist, ob man da jetzt eher Flexbox nimmt oder eher Grid für. Also man kann ja beides dafür nehmen, soweit ich weiß. Es kommt halt meiner Meinung nach immer auf die Präferenz drauf an. Ne? Klar, beim Flexbox ist es natürlich so, da hast du, wenn du den Footer immer unten haben willst, ist es natürlich einfacher mit Flexbox. Weil du ja dann eine Dimension hast und bist dann frei innerhalb des Flexbox-Containers dann wieder mit Grid zu arbeiten. Also das eine schließt das andere nicht aus. Es können beide super zusammenarbeiten. Und also ich würde nicht das eine dem anderen überpräferieren, weil beide so ihre eigenen Anwendungsfälle haben. Man muss einfach immer gucken, was ist sag mal die bessere Variante. Oder womit fühlt man sich zusammen? Also was ich hier gerade nochmal aufgemacht habe, ist Grid-Layout-Verbreitung im Moment, beziehungsweise welche Browser unterstützen das alle. Und wie gesagt, die großen Browser hier sind soweit alle schon dabei, dass sie halt Grid können und auch, dass ihr das verwenden könnt. Wie gesagt, die Nutzer eurer Seite müssen dann halt natürlich auch schon soweit sein, dass sie die Browser aktuell halten natürlich. Ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht lesen, 84% müsste hier oben stehen. Ja, irgendwas mit 84, 95, wenn ich das richtig sehe. Ne, wenn man mal einmal kurz zurückgeht. Ich finde den Button nicht. Und mal sich mal im Vergleich Flexbox anschaut, da sind wir auch bei 92% gerade. Also das können schon relativ viele Browser. Gibt es dann hier so ein paar Spezialfälle, die das noch nicht können, wobei die sind jetzt hier nicht in der Auflistung mit drin. Aber wie gesagt, also ob das eine oder das andere, muss man im Einzelfall einfach gucken. Genau. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, dann Dankeschön.